Seien Sie gegrüßt. Drei gute Wünsche hält der Wochenspruch parat und er weist somit auch auf den Namen des Sonntags, Trinitatis. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Dreieinigkeit besitzt einen besonderen Sound und der erklingt heute. Gott ist drei in eins, das feiern wir. Du bist ein guter Vater im Himmel. Du bist wie ein geliebter Sohn, wie ein Bruder an unserer Seite. Und du wirkst wie ein Geist, der uns tröstet, der uns beisteht. Du wirkst also dreifach. Wir hingegen schaffen es nicht einmal, auf eine ganz einfache Weise gut zu sein. Also einmal. In Gedanken, Worten und Werken entfernen wir uns von dir. Wir bitten um deine Nachsicht, Barmherzigkeit und Vergebung. Du schenkst Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Wir sagen Danke. Amen. Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn. Lobt fröhlich den Namen des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen von heute an bis in alle Zukunft. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang soll man den Namen des Herrn loben. Hoch über allen Völkern steht der Herr. Über den Himmel wohnt er in Herrlichkeit. Wer ist wie der Herr, unser Gott? Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn. Lobt fröhlich den Namen des Herrn. Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er von den Müllhalden. Er lässt ihn bei den Fürsten wohnen, ja, bei den Fürsten seines Volkes. Die unglückliche Frau lässt er im Haus wohnen, ja, als eine fröhliche Mutter ihrer Kinder. Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn. Lobt fröhlich den Namen des Herrn.
halten inne. Wir erhalten deinen Segen und wir sollen selbst ein Segen sein und diesen dann weiterreichen. Öffne doch bitte Herzen, Sinne und den Verstand, damit wir deine Gegenwart spüren. Öffne unser Herz und Sinne und unseren Verstand für deine Gegenwart, für deine Lebenskraft. Jesus Christus, dein Sohn, unser Bruder, der Heilige Geist, unser Beistand. Amen. Gott, was bist du mir? Ein lieber Vater, allmächtig, zugleich barmherzig, der gute Bruder, der an meiner Seite ist, mir zuhört, mich als Schwester in den Arm nimmt, der Heilige Geist, der mich tröstet in Kummer, Leid und Traurigkeit, der mir eine Linie vorgibt, ein wahrer Beistand. Gott, von allem alles. Du bist schützender Vater, liebevoller Bruder, der mir alles abgenommen hat, ein Geist, der mich unterweist. Evangelium nach Johannes.
Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Schwer zu erklären. Und auch in der Kirche und in den Gemeinden vermeidet man es, sich diesem Thema zu widmen. Geburtsgeschichte, Auferstehung, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Weihnachten, Ostern und eben Pfingsten, auch die Himmelfahrt Christi, die haben ihren festen Platz im Kirchenjahr. Aber mit der Dreieinigkeit, oftmals eben nur ein Anhängsel
an Pfingsten. In meinen Kinder- und Jugendgruppen erlebe ich oft genug Verständnislosigkeit. Rucki, fragte mich kürzlich ein Mädchen, ich verstehe das mit der Dreifaltigkeit einfach nicht. Es heißt ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sind das nur drei verschiedene Sachen oder eine? Bei meinen Kindern ist es ähnlich. Da fragt meine Tochter, du Mama, Pfarrer Sturm, also Erkel, spricht von der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, haben wir drei Götter, zu denen wir beten? Dann wäre Jesus wie Herkules nur ein Halbgott? Denn sein Vater war ja ein Gott und Maria ein Mensch. Es heißt doch aber in den Geboten, ich bin der einzige Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und genau das werfen uns die Muslime vor. Einige meinen, dass unser Glaube an den einen Gott gar nicht als ein solcher zu bezeichnen ist. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch, einem Bahnsteig in Kairo erinnern, das ich im Jahre 1984 mit einem ägyptischen Moslem geführt habe. Hast du ein gutes Gedächtnis, wie es scheint? Naja, bei älteren Menschen wie mir, da funktioniert das Langzeitgedächtnis immer besser. Oh, ich sag jetzt nicht, das willst du doch bloß hören. Verrate uns lieber, was der muslimische Mann dir gesagt hat. Er hielt mich hin. Zunächst war ein Landsmann und hatte mich nach dem Weg gefragt, auf Arabisch. Und dann kamen wir ins Gespräch, nicht auf Arabisch. Ich versuchte, so gut ich es eben damals auf Englisch konnte, die Theologie der Dreieinigkeit in knappen Worten darzulegen. Ist es dir gelungen, hat er dich verstanden? Naja, von seinem Urteil, den Monotheismus der Christen vorschnell in Frage zu stellen, ist er zumindest ein wenig abgerückt. Das ist ein Erfolg. Und meine Tochter würde jetzt fragen, was ist denn nun wieder Monotheismus? Der Glaube an den einen Gott, aus dem Griechischen stammt. Mono, eins, und Theos, Gott. Konfirmandinnen und Konfirmanden, junge Erwachsene aus den Gesprächsgruppen entdecken vermeintliche Widersprüche. Wenn mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist in drei Bezeichnungen nur eins gemeint ist, dann stimmt etwas mit dem Glaubensbekenntnis nicht. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, allmächtiger Vater wegen dir. Das ist ihnen unlogisch, paradox. Wie kann denn eine Person neben sich selbst ich muss mir das sehr oft anhören. Irgendwie verhält es sich in der Tat mit Gott Vater Sohn und Heiligen Geist etwas merkwürdig. Das Glaubensbekenntnis ist ein Dokument, über das die Menschen schon damals, als der Text entstanden ist, heftig diskutiert haben, so wie bei uns manchmal auf den Synoden oder in den Sitzungen des Gemeindekirchenrates. Die Frage nach der Dreieinigkeit konnte bereits damals keinesfalls eindeutig beantwortet werden. Und da hat sich ja nicht viel verändert. Unser Verstand, der kann das nicht denken. Ich habe von einem Bild gehört, das der heilige Patrick aus Irland entworfen hat, um die Dreieinigkeit zu erklären. Er ist ja ein Nationalheiliger, ganz berühmt. Jedes Jahr am 17. März wird für ihn einen ganzen Tag lang ein großes Fest in Irland und Teilen von den Vereinigten Staaten von Amerika gefeiert. Die Dreieinigkeit hat er mit Hilfe eines Kleeblattes erklärt. Eine Kleepflanze, die hat drei Blätter, von denen zwar jedes einzelne für sich ein Blatt ist, aber trotzdem mit den anderen beiden über den Stängel verbunden ist. Und so kann man sich die Dreieinigkeit, so man denn will, erklären und vorstellen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind sozusagen jeweils
ein Blatt, aber auch miteinander verbunden. Denn sie sind alle Gott. Gott ist also das gesamte Kleeblatt. Ein weiterer Erklärungsversuch. Nehmen wir eine große Kirche wie die unsrige, die Melanchthonkirche in der Spandauer Wilhelmstadt. Da ist eine Länge, eine Breite, eine Höhe, drei Dimensionen und trotzdem eine Kirche. Im letzten Kapitel des Evangeliums nach Matthäus heißt es: Geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Hinweis auf die Trinität, zugleich aber auch ein Auftrag. Allzu gern möchte man heutzutage die Botschaft um des lieben Friedens Willens verbessern und relativieren. Dabei ist doch gerade die Dreieinigkeit Gottes ein klarer Beleg. Unser Glaube unterscheidet sich von dem der anderen. Da kann und darf nicht alles in einen Topf geworfen und eine vermeintlich leckere Suppe mit vielen letztendlich nicht zueinander passenden Zutaten angerührt werden. An Weihnachten ist ein Kind zur Welt gekommen. Ein Kind, von dem die Leute später sagten: In diesem Menschen haben wir Gott erkannt. Und in diesem Menschen hat Gott einen Teil von sich selbst offenbart. Der Schöpfer Gott, der Schöpfer gibt an Weihnachten einen Teil von sich auf der Erde preis. Das ist Jesus von Nazareth, dann auch der Christus. Nennen wir den Sohn, Vater und Sohn, die zwei gehören zusammen, so als wären sie eins. Das gibt es ja manchmal bei Vätern und Söhnen und bei Müttern und Töchtern natürlich auch. Gott wirkt auch danach. Und jetzt noch weiter, auf geheimnisvolle, lebenserhaltende Weise. Und zwar in dieser Welt. Menschen kommen zum Glauben, sie fühlen sich zu Gott zugehörig. Und das passende Fest, das ist eben Pfingsten. Wenn das so ist, dann wirkt Gott auch auf diese Weise. Mit unsichtbarer Kraft, wir nennen sie manchmal Heiliger Geist. Und so kommt das zustande. Nicht drei Götter, sondern drei Seins- und Wirkungsweisen. Das eine. Thank you.
bleibst uns entzogen, du bleibst Geheimnis und doch wendest du uns dein Angesicht zu. Aus deinem Segen leben wir und deinen Segen, den sollen wir weitergeben. Wir bitten dich für die Menschen in unseren Gemeinden, für die Einsamen, dass du sie begleitest, für die, die zusammen durchs Leben gehen, als Paare oder Familien, dass sie immer wieder ein Segen füreinander werden. Wir rufen zu dir, Gott erbarme dich. Wir bitten dich für die Eltern, die taufen lassen wollen, gib Schutz. Wir bitten dich für die Paare, die sich die Liebe versprechen möchten, gib Liebe. Und wir bitten dich für unsere Verstorbenen, dass du die Angehörigen und alle Trauernden und Ängstlichen tröstest, dass sich Friede einstellt im Himmel und auf Erden. Wir rufen zu dir, Gott, erbarme dich. Wir bitten dich für diese Welt, in der so vieles nicht gut ist, in der abgesegnet wird, was zum Himmel schreit, in der gut gesagt wird, was einer Katastrophe gleicht. Wir rufen zu dir, Gott, erbarme dich. Wir bitten für die Menschen, die um ihr Recht kämpfen, die dafür auf die Straßen dieser Welt gehen, obwohl sie es nicht dürfen. Schütze sie durch deine Kraft. Wir rufen zu dir, Gott, erbarme dich. Wir bitten für uns alle, dass wir hinhören, spüren, nachdenken, für andere einstehen und helfen, wo das Gute einfach getan oder gesagt werden muss. Lass uns dort gut sprechen, hilf uns, dass wir deinen Segen weitergeben. Wir rufen zu dir, Gott, erbarme dich. Nun werden wir einen Moment lang still und bringen ganz persönlich vor Gott, was uns bewegt. Wir haben ganz sicher zu danken, aber uns ängstigt auch so manches. Die Sorgen bringen wir vor Gott. All das, was uns bewegt, das lassen wir einmünden in die Worte, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.